Wir müssen die Feinde auch ausdrücklich nicht verfolgen, weil wir ja eine Stadt angreifen. Das heißt, alles, was vernichtet wird, ist weg. Und nicht nur die persische Armee wird am Ende komplett geschlagen sein im Idealfall, sondern auch der gesamte Staat Persien wird nicht mehr existieren. Und eine ganz, ganz reiche Provinz fällt in unsere Hand. Noch reicher sogar als Aserbaidschan. Ich glaube, Persien dürfte auf einen Schlag unsere zweitreichste Provinz sein. Noch vor der Ukraine und nach Moskau. Aber wir gucken mal. Und vor allem hätten wir dann im Süden unsere Expansion beendet. Können auch eine kleine Bewachung da lassen, um die Osmanen und Maraten in Schach zu halten. Aber können uns dann auf den Westen und den Norden konzentrieren. Und im Süden dann richtig Geld verdienen. Plantagen gibt es meines Wissens in Persien nicht. Es gibt aber in Persien sehr, sehr viele wohlhabende Städte. Das ist auch sehr schön. So. Und eine Großstadt, das habt ihr gerade eben gesehen, ist es nebenbei auch noch. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, unsere Artillerie aufzustellen. Das sieht sehr, sehr gut aus, oder? Also natürlich jetzt nicht direkt erstmal über den Hügel bekommen müssten wir sie. Aber ich glaube, es ist besser als hier, weil hier ist das noch unebener, oder? Hier hinten ist es ja ganz schlecht. Hier kann man sowieso nicht lang. Noch nicht zumindest. Dann gehen wir hier mal hin. Mit unserer Artillerie. Und unsere Infanterie sollte dann, huch, idealerweise decken. Wir haben nur einmal sibirische Jäger in dieser Schlacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber macht auch nichts, denn die sibirischen Jäger haben bei Stadtangriffen ohnehin nicht viel zu melden. General kommt auch hier mit hin. Und ich greife diesmal von zwei Seiten an. So, drei. Und geht das hier auch hin? Ja, vier. So, und unsere Kavallerie, die geht mit zum General, würde ich sagen. Da hinten ist eine schöne, dicke, fette Stadt, das seht ihr. Sehr, sehr riesig. Und hier ist unsere Infanterie nochmal. Die geht auch nochmal hier mit hin. Zur Kavallerie. Und los geht's. Ich gehe hier mit der Artillerie auf den Hügel. Und marschiere auch mit den anderen Truppen direkt drauf los. Und zwar von allen Seiten auf die Festung. Die sind ein bisschen zu dicht gestellt für meinen Geschmack. Das macht sie verwundbar für Artillerieangriffe. Und wir ziehen erstmal. Ich beschleunige mal ein bisschen auf die Feinde zu. Natürlich kämpfen die Gegner schon wieder gegen unsere Artillerie. Das habe ich gar nicht gern. Wir brauchen jede Kanone jetzt in dieser Schlacht. Wir verlieren erste Truppen. Was ist denn jetzt los? Mörser! Okay. Aber der Feind... Prallen ja ab. Da passiert ja gar nichts. Hat noch keine Explosivgranaten für die Mörser. Und die anderen Truppen dürfen jetzt noch ein bisschen rennen hier. Nicht Nahkampf. Das macht vor allem bei sibirischen Jägern mal null Sinn. Der Feind hat hier in der Festung jede Menge Truppen auf einem Platz. Das wird lustig. Jetzt wäre natürlich auch Bitzen auch nicht schlecht, aber gut. Jetzt müssen wir mit unseren Kanonen hinkommen und das werden wir auch. Die Mörser schießen. Und unsere Artillerie ist gleich in Stellung. Aua. So, wir gehen noch näher ran. Und ihr rennt mal auch. Gleich ist unsere Artillerie auch hier in Stellung. Und kann dann das Feuer auf diese Festungspartition eröffnen. So, unsere Artillerie ist in Position und deswegen sage ich jetzt einmal abprotzen, bitte. Kanonen umdrehen und rauf auf die Festung. Wir schießen uns erst auf diesen Teil, würde ich sagen. Oh, jetzt schießen die Feinde mit Karkassen. Das ist nicht eine Elf.
Autsch, das sieht aber fies aus. So, ich gehe einmal hier hinten rum. Diese Einheit. Ihr geht hier lang. Und wir schießen jetzt auch. Feuer! So, und jetzt geht's hier auch nochmal ran. Und wir reißen hier direkt mal ein Loch ein. So ist der Plan. Und ihr geht hier auf diese Festungsabschnitt. Hier auf diesen Festungsabschnitt. Und wir machen jetzt einen richtigen Massenangriff. Wir werden beschossen von Wüstenkriegern. Die haben keine großen, sonderlichen Stärken im Schießen und auch nicht im Nahkampf. Die werden wir so leicht überrumpeln. Samidarin-Reiter, die sind außerhalb der Festung, wie es scheint. Und der Feind schießt erneut mit seinen Mörsern auf uns. Ja, zwei Mörser-Einheiten. Okay. Aber unsere Artillerie schießt ja auch. Unsere Kavallerie ist noch weit weg. Wir haben noch eine Reserve-Infanterie. Die hole ich mal jetzt nach. Und unsere Kavallerie hole ich auch noch mal nach. Ein bisschen. Aber die kann sich wirklich im Hintergrund halten. So. Hier sind Wüstenkrieger. Nochmal Wüstenkrieger. Und Wüstenkrieger und Wüstenkrieger. Also hier ist wirklich sehr Monokultur. Hier sind Wüstenkrieger und Wüstenkrieger. Hier werden wir angegriffen, sehe ich gerade. Von Kamelschützen, die wir aber Leichtigkeit zurückschlagen. Kamelnomaden auch. Geht man doch nochmal ins Karree vielleicht. Wir haben ja unsere Bajonette und Kamele sind ohnehin nicht so gut. Ja, genau. Gebrochen. Erschüttert sogar, dann war es das mit euch. Dann könnt ihr jetzt auch hier weiter drauf. Und die Kamelnomaden sind auch erschüttert. Der Kamelschützen viel mehr. Die Zamidari-Reiter auch. Also da haben wir schon drei feindliche Einheiten zurückgeschlagen, die aus der Festung raus wollten. Habe ich gar nicht bemerkt zuerst. Sind sehr schüchtern, die Perser. Aber hier haben wir bereits die Festung praktisch erobert, weil sie sich hier zurückziehen. Und hier haben wir jetzt 96%. Und das war's mit dieser Partitur. Wir haben ja auch unsere eigenen Truppen beschossen, aber auch die des Gegners. Das war nicht so clever jetzt von mir. Hör lieber nicht rauf. Aber wir können jetzt so rein, wenn wir das wollen. Und die Jungs warten schon darauf. Das war jetzt richtig doof von mir. Ich habe unsere eigenen Leute abgeschossen. Auch die des Feindes, das seht ihr hier an den Leichen, da sind unsere und Feinde dabei. Aber wir haben praktisch 1:1 abgeschossen. Da gibt es bessere Verhältnisse. So. Hauptsache ist, dass wir ein Loch hier drin haben. So. Hier schießen wir weiter auf Waffenarsenale und auf die Einheiten. Und haben die Festung, die Mauern weiten da jetzt schnell erobert. Wir haben auch ein erstes Haus eingenommen. Hier ist perfekt. Das Pförtnerhaus. Und auch ihr dürft jetzt mal hier rum. So. Und da kommen was an Derwische. Putzige Einheiten. Und ich gehe mal kurz an die Bildschläger noch weiter nach vorne. Und der Feind schießt mit einem Basat auf uns. Und weiß gar nicht, wohin er schießen soll. Ja, die Einheit haben jetzt große Verluste, der Gegner. Er kommt runter, ist auch mal interessant. Hier haben wir praktisch schon die Gebiete erobert. Die Festungsmauern. Und wir brauchen gar nicht anfangen zu schießen. Wir gehen direkt im Nahkampf. Auf die Derwische und auf die Linie. Du gehst auch hier auf die Mauern. An der Stelle mal. Nächstes erobert noch ein Pförtnerhaus. Hier ziehen sie sich bereits zurück. Wir haben nur ganz geringe Verluste. Ein bisschen mehr, aber jetzt noch mehr Einheiten vom Feind. Gib noch die Derwische. Wir sind immer noch frisch. Hier stehen wir auch doof rum. Dann sage ich mal ab auf die Wüstenkrieger. Während die feindlichen Karkassen uns nerven, aber nicht zerstören. Ich hole noch Nachschub. Sieht ja beeindruckend aus, ne? Macht aber kaum Schaden. Jetzt zwei Tote. So, unsere sibirischen Jäger sollen eine kleine Rolle übernehmen, gerne. Der Feind will wohl rausstürmen. Ich protze die Artillerie mal ab. Oder wieder auf, vielmehr. Ihr geht mal hier hin. Und macht natürlich den Denkmodus, denn ich will nicht euch verlieren. Und ihr geht jetzt mal auf
die einfach nur auf den Flieger. Wieder eingenommen, wieder weg. Das geht hin und her. Hier sind wir jetzt unten angekommen. Und fügen dem Feind extreme Verluste zu. Und ihr geht auch einmal hier runter. Die persischen Einheiten haben hier oben jetzt sehr hohe Verluste. Da kommen die leichten Verstärkungen der Feinde. Und ihr feuert mal auf die Küstenjäger. Feuer! Sibirische Jäger, Angriff! Ja! Die Wüstenträger hier. Die wollen scheinbar den Nahkampf. Aber wir ziehen uns zurück. Das habe ich nämlich denen gleich mit dem Modus befohlen. Mit dem Abhau-Modus. Aber wir können ja auch einen Nahkampf schlagen. Pass auf. Wir sind 80 Mann, aber wir haben gute Nahkampfwerte. Und diese 130 schaffen wir trotzdem. Die schlagen wir. Pass auf. Schützen. Eine leichte Jägereinheit, die aber auch im Nahkampf passablen Schaden macht und sich sehr gut verteidigen kann. Vor allem gegen Einheiten, die keine Bajonette haben, wie die Wüstenkrieger oder Wüstenmilizen. So, ihr könnt hier direkt durch das Tor reinmarschieren. Bitte schnell. Hier haben wir hohe Verluste, aber der Feind ist praktisch weg. Da ist nur noch ein Soldat übrig. Der wird gleich sterben, denke ich mal. Ihr helft auch mal mit hier. Jetzt kommen da nochmal Samidari-Pikiniere dazu. Aber ihr seht, die Wüstenkrieger, die sind zur Hälfte weg. Hier haben wir sie auch weitestgehend vernichtet. Unsere Linieninfanterie hilft jetzt auch mit. Das ist ja sehr gut. Dann können die Sibirischen Jäger auch sich ein bisschen zurückziehen. Wertvolle Einheit. Muss man nicht verheizen. Wenn man die Wahl hat, die Infanterie dazu schicken zu können, dann immer die im Zweifel. Die sind auch natürlich noch besser im Nahkampf. Seht auch hier, wie die Wüstenkrieger zusammenschmelzen. Wir haben kaum Verluste. Eine sehr nahkampflastige Schlacht, aber es sind Festungsangriffe praktisch immer. So, ihr könnt auch mal runterkommen jetzt. Hier ist ein Riesengemuddel. Hier sind wir jetzt auch mal gebrochen. Aber die Feinde werden gleich auch brechen. Die haben ja die viel größeren Verluste hier. Jetzt ist das wieder persisch. Ich glaub's nicht. Dann geht eben hier hin. Mein Gott. So. Es ist immer eine Zermürbungsschlacht. Hier haben wir jetzt drei Einheiten gegen vier feindliche Einheiten. Ihr kämpft mal im Nahkampf gegen diese Artillerieeinheit. Auf sie mit Gebrüll. Und ihr schießt nicht auf unsere eigenen Leute. Und ihr auch nicht. Nein, macht ihr nicht. So. Ihr geht direkt in den Nahkampf rein. So. Da zieht sich Perser zurück. Dann müssten wir jetzt eigentlich nochmal hier auf das Ding rauf können. Ach was, ihr geht auch noch rein. Komm. Hier sind auch noch 100 Mann. Dann direkt drauf. Ihr geht auf die und ihr auf die und ihr geht auch auf die hier. Ihr seid alle noch außer Atem und sehr müde. Das ist nicht gut, aber... Die anderen sind auch sehr müde und erschöpft und alles Mögliche.